richtig aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in einfach ein Spiel. Ticket auf den Ball. Stop. 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 Go to the next stretch, please. Stop. Stop. Go to the next stretch, please. Stop. Stop. Ohne alle nicht. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8.30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel Kickers auf dem Bach gesammelt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Go to the next stretch, please. Hopp. Hopp. Hop. Aktiv. Kick es auf. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel Kickers auf den Bach gesammelt. Kick
Wichtiges offenbar. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer locker, locker und Ellbogen. Immer locker. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Vor der nächsten Letzten. Hop. 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 Ja, dann darf ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen. Der fünfte Spieltag steht an. Kickers-Offenbach gastiert bei der TSG 1899 Hoffenheim. Achtung, aufpassen, Spiel beginnt nicht um 14 Uhr, sondern um 13 Uhr. Und ja, wir hoffen natürlich auch da wieder auf großen Anhang im Dietmar-Hopp-Stadion. Freue mich, dass wir heute Dominik Trabant da bei uns haben. Hallo. Hallo, servus. Und den Cheftrainer Daniel Steuernagel. Hallo. Dominik, mit dir muss ich natürlich beginnen. Du bist auch mit der Held des letzten Spiels gewesen. Du hast nicht nur den Elfmeter gehalten, sondern auch uns erstmal im Spiel gehalten. Erzähl mal, wie hast du das angestellt? Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich der Mannschaft helfen konnte damit. Ich denke, dafür bin ich auch da. Hatten in den letzten Spielen relativ wenig aufs Tor bekommen und ja, es war jetzt in der ersten Halbzeit etwas anders und freue mich einfach, dass ich da der Mannschaft helfen konnte. Und dann hinten raus ging es ja auch ganz gut. Also vielleicht war das der Impuls, den wir so mitgebraucht haben. In der zweiten Halbzeit habt ihr immer besser Tritt gefasst. Und ja, dann war wahrscheinlich die Erleichterung auch groß, dass der Dreier wirklich dann am Ende zu Buche stand. Ja, also ich denke, ein weiterer Türöffner war auch dann das Tor vom Netz, wo so ein bisschen, ja, den er einfach Weltklasse trifft. Und dann so eine Euphorienummer aufkommt in der zweiten Halbzeit. Und ja, also ich denke, dass beide so vielleicht der Elfmeter, der gehalten wurde, und dann das Tor vom Netz. Ich denke, dass beides so ein Türöffner war fürs Spiel. Und jetzt seid ihr auswärts richtig erfolgreich in Freiburg, jetzt eben auch beim letzten Spiel. Und so kann und soll es doch jetzt auch weitergehen. Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt das Auswärtsspiel in Hoffenheim. Und ja, da erwartet uns auch eine spielstarke Mannschaft, die man aber, glaube ich, also die normale Problematik von der U-Mannschaft auch wieder hat. Und ja, da werden wir wieder voll dagegenhalten und denke ich, dass wir dann die nächsten drei Punkte dort holen können. Das würde auch dem Cheftrainer gefallen, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt schon so ordentlich angefangen haben mit Auswärtssiegen, gleich noch einen hinterherlegen. Genau, also das hätten wir, glaube ich, alle nichts gegen, ne? Dass wir mit drei Siegen auswärts starten, bei wirklich nicht einfachen Spielen. Und ja, Dom hat schon gesagt, eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Ich war ja vor Ort, ich glaube, nach 15 Minuten stand schon 3-0 gegen Balinger SC. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und da müssen wir natürlich gut gegenhalten, dürfen sie nicht in Spielen kommen, sondern müssen frühzeitig dran sein. Und ich hoffe, dass uns das genauso gut gelingt wie im letzten Jahr, weil da haben wir wirklich zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht in Hoffenheim und auch hier zu Hause. Und da gilt es wieder natürlich genauso zu agieren, wie wir das im letzten Jahr gemacht haben und logischerweise jetzt auch in den ersten Spielen, dass wir da einfach präsent sind und darüber hinaus dann viele Balleroberungen generieren, um ja, dann schnell umzuschalten und dann zu Toren zu kommen. Wie sieht es aus um deinen Kader? Golke ist gesperrt, haben wir mitbekommen. Und ja, was macht der Rest? Ja, beim Rest ist es eigentlich so wie schon gegen Baling. Die Spieler stehen zur Verfügung und ja, das heißt, Andes Schala auch noch mit Fragezeichen. Und Rest sind wir hier gerade durchgegangen. Ja, vielen Dank erstmal für die ersten Statements. Ihre Fragen bitte. Nando, Fritz Magazin, macht den Auftakt. Ja, hallo und guten Tag zusammen erstmal. Daniel Scheuernagel, erstmal Glückwunsch, 3 Punkte. Wir sind alle glücklich damit. Haben Sie da eine Erklärung,
warum es so zwei unterschiedliche Halbzeiten waren. Also die zweite war ja definitiv die stärkere. Ja, ich glaube, dass wir sehr gut angefangen haben. Ich glaube, die ersten 10 Minuten waren richtig gut. Und dann müssen wir eigentlich in Führung gehen. Das haben wir leider verpasst. Und dann haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute Aktion. Und der Matti Pisallo verliert einen Ball. Und dann haben wir uns eben gerade nochmal ein Video angeguckt, haben wir eine schlechte Restverteidigung. Und im Umschalten sind sie halt gut. Und dann gehst du in Rückstand. Und so ein Rückstand, das bewirkt dann und hat dann was im Kopf bewirkt. Und dann waren wir nicht mehr so da. Gerade das, was uns eigentlich auch in den ersten Spielen ausgezeichnet hat bei Standardsituationen. Da haben wir ein paar Mal gewackelt. Ne? Gerade hinten lang sind sie uns oft weggelaufen. Und dann ist eigentlich, passt ja heute zum Spiel gegen seine alte Heimat. Und dann hat uns Dommer natürlich im Spiel gehalten mit einem Elfmeter, wo es auch in der Entstehung problematisch war. Geschweige denn, ob es überhaupt einer war. Und aus meiner Sicht spielt er einen Ball. Aber Dom ist dann da gewesen, hat den Ball gehalten und hat dann nochmal einen überragenden Reflex kurz vor der Halbzeit. Auch nach einer Flanke von Bektashi, den er super hält. Ja, und dann haben wir uns neu aufgestellt und dann ist halt das, was die Mannschaft momentan einfach auszeichnet. Hat einen super Charakter, super Moral. Und dann muss halt dann auch durch so eine Aktion da wie vom Netz, ne? Super, super Freistoß und dann sind nochmal Kräfte frei geworden. Und und hinten raus hätte man dann den einen oder anderen Konter sicherlich noch besser abschließen können. Aber nichtsdestotrotz, wenn mir vorher einer gesagt hätte, wir gewinnen 2-1 in Baling, hätte ich das blind unterschrieben. Weil ich glaube, da wird sich die ein oder andere Mannschaft noch schwer tun, weil der Gegner wirklich gut ist. Weitere Fragen? Jörg Moll, Offenbach Post. Moment, der Kollege kommt mit dem Mikrofon. Dann kriegen wir das auch hier drauf. Da haben wir's. Ja, Dominik, komm mal kurz auf den Elfmeter zu sprechen. Rechte Ecke von dir aus sozusagen, wusstest du das oder ist das irgendwie Intuition gewesen? Und wenn ja, welche Vorbereitungen betreibst du? Und die zweite Frage gleich im Anschluss. Bist du eigentlich... Also zuerst zu der zweiten Frage, Elfmeterkiller. Ja, also ich habe schon einige gehalten, Premiere war es nicht. Zur ersten Frage, wir haben uns Videos vorher angeschaut. Der Spieler, der da im Video geschossen hat, war aber dann nicht drauf. Dann hat er Bektashi geschossen. Erfahrungsgemäß weiß ich, dass relativ viele Spieler oder die Mehrzahl der Spieler übers Standbein von ihnen schießen. Also in die Ecke, wo er jetzt auch geschossen hat. Und dann schaut man halt schon noch ein bisschen intuitiv im Endeffekt, wo schaut der Spieler hin, wie ist die Körpersprache, vielleicht am Endeffekt, wie steht noch der Fuß. Und im letzten Moment ist schon ein Tick Intuition, aber man bereitet sich schon darauf vor. Also man schaut auch, wo die Schützen hinschießen. Weitere Fragen? Ja. Ja, also ich denke erstmal, also Fehler sind normal im Fußball. Ich denke, sonst würden keine Tore fallen im Fußball. Darüber würden wir uns eigentlich alle freuen. Das ist in Freiburg klar eine falsche Entscheidung getroffen im Endeffekt. Und dann war die Mannschaft für mich da in Freiburg. Sind da nochmal überragend zurückgekommen. Und ja, also ich freue mich halt jetzt einfach, dass ich der Mannschaft dann auch ein bisschen was zurückgeben konnte jetzt. Und dass wir dadurch vielleicht im Endeffekt die drei Punkte geholt haben. Man weiß nicht, wie es anders lief. Vielleicht hätte man sonst, wenn ich ihn nicht gehalten hätte, 6-2 noch gewonnen. Das weiß man nie, aber ja, ich freue mich einfach, dass so der Verlauf dann so war. Beide Fragen? Ja, Jörg Moll nochmal. Ja, es geht ja eigentlich für die Aufnahme, aber ist kein Problem. Ich wiederhole es dann nochmal, mach nochmal. Ja. Das spielt so gegen deinen früheren Verein. Was ist das, was immer so ein bisschen eine komische Situation? Man kennt den Verein, man kennt das Umfeld. Aber gibt es da überhaupt noch Verbindung oder ist das mit der komplett knapp sozusagen? Und was kommt da auf dich zu? Also ich wiederhole es nochmal, die Frage geht an Dominik Trabant, weil es jetzt gegen den alten Verein geht, wie die Verbindungen noch sind und inwiefern das etwas ganz Besonderes ist.
Ja, also einer meiner besten Kollegen spielt noch dort, der Robin Czarka. Und ja, den Torwart kenne ich noch ganz gut, der momentan noch da spielt, und ein, zwei andere auch. Aber der Großteil der Mannschaft, der ist weg. Und das Trainerteam kenne ich halt noch sehr, sehr gut. Und das Betreuerteam vor allem. Ja, also Verbindung hat man definitiv noch hin. Also gerade durch den Robin Czarka, auch durch andere Spieler. Man schätzt sich und spricht oft miteinander, auch mal ein Telefonat. Und ja, ich freue mich auf das Spiel, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, dass in 90 Minuten muss die Freundschaft dann ruhen auf dem Platz. Und danach ja, kann man sich wieder sprechen und kann man sich wieder freuen zusammen. Es wird fleißig geschrieben. Gibt es noch eine Nachfrage? Hast du mit Offenheim gegen OSC gespielt? Ja. Welcher Ergebnis? Ich muss nachdenken. Oh, ich weiß gerade auch nicht mehr ganz genau. Sag bloß nichts Falsches. Nee, ich habe es gerade auch nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. OSC hat gewonnen. Ich glaube nicht. Hast du das gehört? Ich glaube nicht, sagt er. Nando, hast du noch was im Köcher? Wolfgang, du hast noch was, ne? Nee. Auch nicht? Jörg? Dann frage ich noch mal ein bisschen weiter. Gerne. Daniel, du hast gesagt, Andi Schaller ist noch da, ist schon ein Rückenproblem. Was ist eigentlich mit Lukas Alten? Ja, beim Lukas haben wir es ja so gesagt, dass wir ihn jetzt bis inklusive Hoffenheim rausnehmen, ne, weil er hat da so eine Achillessehnenreizung und da wollten wir einfach jetzt kein Risiko eingehen, dass es halt längerfristig wird. So dass es hat jetzt auch alles gut angeschlagen, dass er am Montag dann wieder locker anfängt zu laufen. Dienstag ist er dann frei und Mittwoch, dass er dann wieder peu à peu ins Mannschaftstraining einsteigt. Und ja, deswegen, ich glaube, dass das läuft alles nach Plan. Und beim Andes müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Der hat gestern noch eine Untersuchung gehabt, ist heute noch mal in Behandlung, hat heute noch mal einen Termin bei unserem Doc. Und danach werden wir entscheiden, ob das für Hoffenheim reicht oder ob er dann auch wieder erst in der nächsten Woche einsteigt. Frage nach der Rotation. Genau. Ja, also ich glaube, dass es ein Spiel werden wird, wo wir unheimlich viel laufen müssen, wo wir sehr aggressiv sein werden. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir da auch frisch sind. Und ich glaube schon, dass es da wieder der ein oder andere Spieler reinrotiert wird. Ob es die Aufstellung ist von der zweiten Halbzeit, das weiß ich noch nicht. Oder da müssen wir uns noch Gedanken drüber machen. Aber auf jeden Fall, wir brauchen Frische. Ja, von daher kann es schon die ein oder andere Änderung dann in der Startelf geben. Aber was sicher ist, und das finde ich gut, und das sieht man immer auch, wie die Jungs zusammen dann auch jubeln, dass egal, wie viele Einsätze ich schon hatte oder gar keine Minuten, die Jungs freuen sich zusammen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir alle Spieler im Kader auch belohnen. Und die Jungs trainieren gut. Und von daher habe ich da gar keine Bedenken, wer dann am Sonntag aufläuft, sondern das wird gut werden. Ist auch durch. Ja, dann mein Appell nochmal an alle Fans, auf nach Hoffenheim. Alle die in Offenbach und Umgebung sind, im Hessenland, die sollen natürlich nach Hoffenheim fahren und lautstark hier anfeuern, das Team. Die nicht da sind, die im Urlaub sind, im Exil, irgendwo weit über die Welt verteilt, die können es im Kickers TV sehen, live mit Bild. Wir wünschen unseren Jungs viel Erfolg in Hoffenheim. Dankeschön.